bereits seine Truppen an Bord. Naja, bei 11.000 haben wir noch Zeit. Ein weiteres Problem, um das ich mich später so klar. Gut, dann gehen wir jetzt mal darüber. Nein! Störe ich? Hallo! Rubusch! Rubusch! Eine Freude, dich zu sehen. Hallo! Du kommst gerade rechtzeitig. Wozu? Na, wen haben wir denn da? Mich. Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rufus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Der Rufus. Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht cool. aus dem Kommunalfunk. Und das hier so sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unseren Namen gemerkt. Oh mein Gott. Ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson. Wollte gerade sagen, kommt mal her. Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Okay. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Ja. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ja. Ich verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also Rückmarsch. Ja genau, lass mal den Meister. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Zwei. Ich weiß ja nicht. Komm. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Boo. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Boo. Janusz ist natürlich für mich. Tja, 3-3. Dann haben wir einen Putt. Verdammt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Ui. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini, vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Hä? Hä? Wer fehlt hier? Hottie, Cowboy, Dodo. Also mit denen kann ich ja nur quatschen. Wir reden jetzt mal mit Janosch. Hey, Janosch. Wir sind lange nicht mehr begegnet hier. Ja, hallo, es geht. Ja, eigentlich nochmal der Plan. Wie war noch Plan eigentlich? Der Plan? Wir sind hier direkt über... Ach ja, genau. Abseilen, das war der Plan. Wir vermuten, dass er dir auch... Darum wollten wir... Okay. ...eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder? Nee, passt schon. Gut. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galeb meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. Weiß auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. gab es auch Tode? Tausende Tode. Oh Mann. Oh, das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Nee. Wollte gerade sagen, was hat denn dieser Volltrottel hier zu suchen? Was hat denn der Watzke hier zu suchen? Watzke? Welcher Watzke denn? Der Typ da hinten. Dodo ist doch kein Watzke. Ja, was besser ist auch nicht. Er ist ein Popstar. Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Naja. Leiste mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Cool. Vielen Dank. Aber mach ihn bitte nicht. Nein, hier würde doch niemand etwas tun. Jemals ja. von dir kaputt gemacht. Wollte gerade sagen. Gerade neulich erst hast du meine Fritteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Was? Nur weil du eine kranke Pampaskatze aufbäbeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Gar nicht. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Moment, Brücke. Moment, das war... Die Geldbörse. Ja, ich mein... Und mein Gasbrenner. Ja, das war... Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Ich wollte gerade sagen... Du weißt doch, dein Sprachfehler. Für die ganzen Sachen konnte ich nichts. Das war ein Unfall. Das war schon so, als ich dort angekommen bin. Die wurden so gebaut. Ach, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, was es geht. Aber trotzdem. Okay, gehen wir. Also gehe ich. Sei bitte vorsichtig. Ja, mach's gut. So, wir haben einen Schraubenzieher. Wie super geil. Aber erstmal wollen wir mit Cowboy Dodo reden. Echt mal. Die wenn er das eine macht, dann ist das. Vergeben. Genau. Aber falls es dich beruhigt, der Part des sympathischen Turtles wäre wieder frei. Lass dich einfach von Janosch einweihen. Genau. Er kennt die Rolle wie aus dem FF. Du meinst aus dem WW? Ich sag der Turtle, nicht Scherzkeks. Die Witze mache nämlich auch ich. Ja. Und ich verteile hier die Rollen. Ist ja seins doch irgendwas. Nee, jetzt kann nur mit den ganzen Leuten hier quatschen. Und die Rohrpostleitung. Ach so, ich kann sie jetzt hier manipulieren. Das ist schon mal super. Super fest verschraubt. Ja. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung... Gut, dass ich das noch nicht habe. Doch, hier ist es. Oh nein, das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durch. Da hat aber jemand einen Durchblick. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Ja. Oh nein, diese falsche Schraubenzieher. Oh doch.
jetzt kaputt gemacht. Oh, lässt sich das schwer bieten. Oh, mach's doch schon. Ich hoffe, da kommt bald mal was. Das war so klar. Aua. Oh. Na toll. Nein. Schraubenzieher ist hin. Oh, super. Du Volltrottel. Ja. Immerhin habe ich eine Rohrmaske. Oh, da muss heute mal was Tolles drin sein. Mal ne, gucken, und so. Was der Organ und so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Toll. Was für Idioten. Ja, das ist genau du. Ja. Super. Jetzt habe ich Rohrpost. Kann ich mit den drei Süßen hier quatschen? Wollt ihr mal einen richtigen Helden kennenlernen? Natürlich wollen wir. Alter, diese Stimme. Aber Cowboy Dodo ist so unnahbar. Aber Ladies, ihr kennt mich doch. Oh mein Gott, er hat mich angesprochen. Wow. Er ist so süß, wenn er redet. Vielleicht werde ich ohnmächtig. Oh mein Gott. Okay. So, na dann, hier ist ja nichts mehr, ne? Rohrpostlendung haben wir jetzt schon aufgemacht, wir haben so ein Ding bekommen und ich denke mal, das müssen wir vorne irgendwo reinschmeißen. Weiß zwar nicht wofür und warum, aber naja. Hey, so, warte ja. Mal. Moment, wer? Was sollte das eben, hä? Willst was? Du dich ernsthaft mit mir anlegen? Was Falls du denn du jetzt? Das noch nicht kapiert hast, halt doch die Klappe. Du rettest sie gar nicht. Die ja, am Arsch. Und in Russland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ja, eben. Ich habe die Pläne des Organ. Eben, und ich werde den Ponyaren verflucht. Ich werde derjenige sein, der die Welt rettet. Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Quatsch. Meinem Ego geht es darum. Sagt genau der, der zwei Lieder schreibt, weißt du, und sich hier, ne, und so. Denn nicht die Kurbel bedienen? Weil ich dafür nicht geeignet bin. Ich kann es überhaupt nicht drehen, die falsche Richtung. Mal immer. Entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Ja. Dann los. Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Nein. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen, dann haben wir hier ein dann Problem. Hast du hier ein Problem, weil mir ist das wurscht. Image, weißt du? Ach, gar nichts. Lass sie mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre poolen. Warte gleich Kruste auf deine Plörre. Eine Drohung sein? Ja. Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Mhm. Ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Aha. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Unser Was Hochboot. Für ein Anblick. Aha, er will also sich mit uns anlegen. Die alte Stinkesocke. Das kann er aber haben, wenn er will. Aber erstmal bräuchte ich die anderen zwei Rufus. Und jetzt bewege ich mich wieder normal. Ist ja super. Cool. So, und wir stecken jetzt einfach mal diese Rohrpost in das Rohr. Kann ja nur schief gehen. Solange die Rohrpost leer ist, bringt das nichts. Dann tun wir da die Zahnbürste rein. Das heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Das kennen wir schon. Dann halt das Antragsformular. Solange das Formular nicht ausgefüllt ist, hat das... Verdammt! Moment, heißt es etwa, ich hänge auch hier fest? Oh nein! Mit dem komme ich nicht hin, ne? Da fehlte mir was an den Türsensor? Ach ja. Wir sollen wie ihn... Nee, hä? Erst, Moment. Also, das hieße demnach... dass wir... Ja? Irgendwie einen der beiden Ofen hier hochkriegen müssen. Hier, da putze ich mal die Zähne. Wenn ich ihm schon im Schlaf auf die Zahnbürste pupe, sollte es wenigstens seine Zahnbürste sein. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Okay, das heißt dann wohl so viel, dass wir hier oben auch durch sind. Oh nein, jetzt heißt es wieder denken. Mann! Okay, wir müssen irgendwie es schaffen, das Irk da hochzukriegen. Das heißt, irgendwo muss es hier eine Rohrpostleitung geben. Das Klopfzeichen. Ich könnte mir vorstellen, dass im Hauptquartier des Widerstandes da irgendwie so ein Rohrpostschacht ist, aber wir kommen ja da nicht rein, ne? Wie war das? Also wir müssen wieder reinkommen, ne? Das geht ja so nicht. Hallo? Aufmachen! Der Meister ist da. Ja? Das war jetzt lustig genug, Liebold. Lass mich rein. Hast du schon jemanden, der für dich wirkt? Stimmt. Nein, aber... Dann kann ich dich auch nicht Stimmt, reinlassen. Wir brauchten ja irgendeinen Typen. Möglicherweise Rufus. Und ja, ja. Erhört. Und Mist. Woher kennt er meinen Spitznamen bei der Strahlenschutzbehörde? Okay, für die mussten wir ja noch irgendwie so ein Symbol finden, ne? Gut, vielleicht können wir ja das irgendwie mal machen. Wir haben jetzt... Das und
Druckerschwärze. Vielleicht können wir mit irgendwie was das machen, dass da irgendwie was bei rauskommt, was die sich tätowieren können. Und vielleicht helfen sie uns dann. Ich weiß es ja nicht. Gucken wir mal. Wenn wir irgendwas finden. Redaktion. Hier schon mal nichts. Wartet mal. Wer braucht schon eine billige? Jeder. Warte mal. Vielleicht kann man ja vom Schild aus. Wer braucht schon eine billige Kopie, nee, wenn er das Original haben kann? Jeder weiß doch, dass bei einer Kopie an diesem Beb kann sein. Aber ich hab. Würde ich irre so. Ready. Okay. Okay, von was brauche ich jetzt den Abdruck? Frage. Keine Ahnung. Hier, vielleicht von ihr. Die ist so wunderschön, das kann man sich echt schon. Ich bin interessiert an irgendwelchem Schnickschnack. Eine Teigtasche kostet 1 Lotti 25. Aber solange ich keine neue Aushilfe habe, bleibt die Fritteuse eh aus. Du machst Teigtaschen in der Fritteuse? Hör mal, ich mach gar keine Teigtaschen. Das macht meine Aushilfe. Und die kennt sich auch mit den Namen der Geräte aus. Okay. Das heißt, wir sollen irgendwas finden, was wir dem Abdruck machen. Den Abdruck. Hier ist nix. Bei der Casa di Borso auch nicht. Wenn nichts Lohnenswertes. Gut. Also nicht so gut, aber gut. Vielleicht da noch was? Nee. Eine gute Frage. Für was soll ich den Abdruck nehmen? Ich kann mal nochmal mit Barry reden. Ah ne, das wäre ja sinnlos. Der kann mir nicht wirklich helfen. Der will ja sofort seine Top-Story haben. Hier oben gab es ja auch nicht, ne? Oder? Den Schrank da, haben wir den schon mal versucht zu durchsuchen? Weiß es gar nicht mehr. Wartet, Therapiepraxis. Arzneischrank? Ne, da komm nicht ran. Stimmt, der hat ja gesagt, ne, dass es nicht geht. Flyer. Was war der Flyer? Großtherapeutische Stricke, die günstige Alternative. Guckt sich das einer an. In der kommenden Saison trägt man den Knoten. Wer braucht schon einen? Jeder. Besucht ist männliche Aushilfskraft. Davon habe ich zwar auch eine ganze Menge, aber die behalte ich mal schön für mich. Vielleicht eher andersrum. Würde ich irre. So? Ja, auch nicht. An diesem kann. Also wir brauchen doch irgendwie einen Abdruck. Aber von was? Vielleicht muss ich das auch runter zu dem anderen Rufus geben, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder? Kann es sein? Ach Quatsch. Kratzt Papier. Aber wie kriegt der andere Rufus das denn wieder? Das kann ja nicht stimmen, oder? Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich werde es garantiert nicht einfach so zum Fenster rauswerfen. Gut. Gut, da wird sich schon entgegen entschieden. Ich habe hart dafür. Ich werde. Nein. Aber vielleicht können wir irgendwelche Dinge einfach runterschmeißen. Okay, das wird dann nicht. Flyer. Ich habe Hardware. Nope. Irk, ganz bestimmt nicht. Oder? Vielleicht doch? Weiß nicht. Ich habe Hardware. Okay. Antennengabel. Ich habe Hardware. Alles klar. Gut, Abdruck. Wir müssen irgendeinen Abdruck finden. Das weiß ich ganz genau, aber hier ist einfach nichts. Okay, dann versuchen wir es nochmal unten, was wir da noch so machen können. Ich könnte mich eigentlich erinnern, da auch eigentlich mich mit allen Leuten unterhalten zu haben. Zum Nachtlager. Pilz. Bäh. Was gibt's da zu lachen? Okay, hier sind überall diese Pilze. Und wahrscheinlich immer das gleiche, oder? Au. Ach, sei doch still. Das ist nicht lustig. Aua. Was ist das nochmal? Drück da mal drauf. Boah, was? Sehr geil. Aua. Oder den da. Komm, einer von denen muss ja funktionieren. Jop. Ganz klar. Aua. Aua. Fun-Texte. Komm, Zauberpilz haben wir. Juhu.
Los, Hexe, red mit mir. Irgendwas muss es doch hier geben. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, ungnädige da Frau. Ist ja der junge Vater wieder. Das sind nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne, falls du einen Tipp willst. Mama Cosimas selbst gehäkelte Schlupftüten sind extrem reißfest.